Infernoid. Mein Lieblingsdeck und ich versuche euch heute zu erklären, warum das so ist. Infernoid ist ein Deckthema, was zuallererst in Secrets of Eternity erschienen ist und was aus Unterweltler-Feuermonstern besteht. Die Infernoid-Monster sind alle sehr besonders, denn bis auf Dekatron kann man keins von ihnen als Normalbeschwörung beschwören. Alle Infernoid-Monster können sich nur als Spezialbeschwörung beschwören, indem sie entweder ein, zwei oder drei andere Infernoid-Monster vom Friedhof und oder von der Hand verbannen. Dabei können sich die kleinen Infernoid-Monster bis Stufe 4 auch wirklich nur von der Hand als Spezialbeschwörung beschwören, die anderen bis Stufe 10 können sich von der Hand und oder vom Friedhof beschwören. Die Namen der Infernoid-Monster sind an ihre eigene Stufe angelehnt und das in verschiedenen Sprachen. So bezieht sich Infernoid Seitsemas auf die finnische 7 und Infernoid Onunku auf die türkische 10. Die Infernoid-Monster sind auch sehr eng verwoben mit anderen Archetypes, zum Beispiel mit Naturia, Shadol oder auch Clifford, und tatsächlich sind die Infernoid-Monster sogar Gegenstücke zu den Clifford-Monstern, zum Beispiel ist Onunku das Gegenstück zu den Apoclifford-Türmen. Generell ist die ganze Story, die Infernoid und die anderen Archetypes beinhaltet, extrem spannend, also die ganze Lore dahinter. Aber vielleicht mache ich da irgendwann mal ein gesondertes Video darüber, aber da könnte man wirklich stundenlang drüber reden und auch das wäre vielleicht sogar Stoff für einen komplett eigenen Anime. Aber gut, eine spannende Lore und coole Artworks, das haben ja viele Archetypes. Warum ist also genau dieser Archetype mein Lieblingsarchetype oder mein Lieblingsdeck? Da spielen natürlich auch immer total viele persönliche Erinnerungen rein. Und bei mir war es eine, dass ich mit einem Kumpel in einem Müller war, also so ein Drogeriemarkt, und die haben da halt auch Yu-Gi-Oh!-Karten verkauft. Und wir standen da an der Kasse und haben gesehen, okay, die verkaufen Yu-Gi-Oh!-Booster für 1,50 Euro das Stück. Und wir wussten, okay, das ist extrem billig. Da kannten wir uns noch nicht ansatzweise so gut aus wie jetzt. Aber wir haben einfach gesagt, hey, wir hätten gern alle Booster, die sie von diesem Set haben. Und tatsächlich war dieses Set Secrets of Eternity, wo Infernoid drin war. Und tatsächlich habe ich einen Onunku und einen Deviati gezogen und habe die Artworks gesehen und war von dem Moment an verliebt in dieses Deck. Ich mag halt generell einfach böse Monster und dieses Deck ist halt nur böse Monster, die super bosshaft aussehen, und je höher die Stufe, desto geiler werden auch die Artworks, finde ich. Und als wäre das noch nicht genug, ist der Playstyle halt auch genau meins mit diesen Friedhofsinteraktionen und diesen starken, dicken Monstern, die man einfach ruft. Dann kommt noch dazu, dass das auch mein zweites Deck war, was wirklich stärker war. Mein erstes Deck, was irgendwie ganz cool war, war Cyber Dragon, deswegen das ist sowieso auch immer in meinem Herzen. Aber Infernoid war das erste Deck, womit ich meine Freunde und Kumpels, mit denen ich gespielt habe, einfach hart nerven konnte. Und auch das war natürlich damals eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Und ich meine, Leute, guckt euch bitte einfach mal Deviati an. Wie geil sieht dieses Monster aus? So böse, so gut gezeichnet aber auch. Also es ist genau mein Ding. Und ja, Deviati ist auch meine persönliche Lieblingskarte aus dem Deck, auch wenn ich Onunku und Tierra auch extrem geil finde. Genau wie das neue Monster Infernoid Flood, was auch super, super gut aussieht. Aber die Optik ist natürlich auch nicht alles. Ich meine, Deviati und Onunku sind einfach auch unfassbar mächtige Bossmonster. Das eine, also Deviati, ist ein schwerer Sturm und eine Monster-Negation. Und Onunku, den wir hier jetzt sehen, der auch unfassbar geil aussieht, ist einfach ein schwarzes Loch und eine Zauber- und Fallenannullierung. Wie geil ist das? Die beiden Bossmonster des Decks, und so sollten Yu-Gi-Oh! Decks eigentlich immer aufgebaut sein, finde ich, liegen oft auf dem Feld und sind auch noch extrem stark. Besser geht's einfach nicht. Alles in allem kann man einfach sagen, hier kommt für mich persönlich alles zusammen. Die Artworks sind überragend, ich finde, es gibt kein besser aussehendes Deck für mich ganz persönlich. Jeder hat eine andere Meinung, aber für mich ganz persönlich gibt es kein schöneres Deck als dieses. Der Playstyle ist einfach so cool mit den Friedhofsinteraktionen und so, und die Effekte sind einfach krass. Und Leute, ich meine, guckt euch das bitte an, wie episch sieht dieses Bossmonster aus. Infernoid Tierra, unfassbar geiles Monster, und ich glaube, viel mehr muss ich einfach nicht sagen. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen besser verstehen, warum Infernoid mein Lieblingsdeck ist
Und Leute, mich würde extrem interessieren, was sind eure Lieblingsdecks? Schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Danke, dass ihr euch dieses Video angeschaut habt und wir genießen jetzt einfach noch die letzten paar Sekunden, in denen Tierra bossmäßig auf uns herabblickt. Leute, ich hoffe, ich sehe euch auch im nächsten Video. Euer Francis Gaming.